In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr einen Prozess in einer bestimmten Dauerschleife ausführen könnt. Damit und ganz herzlich willkommen an alle und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr einen Prozess in einer bestimmten Dauerschleife ausführen könnt. Und dafür legen wir uns erstmal eine Methode an. Public Void Run Task beispielsweise. Und hier drin wollen wir eine Zahl, die wir uns oben angegeben haben, möchten wir aufaddieren und dann in die Konsole ausgeben. Das können wir mit plus gleich 1 machen. Und hier könnt ihr auch 5 oder 10, aber ich mache das jetzt mal mit 1. Und dann braucht ihr noch einen Timer, private Timer. Timer ist gleich New Timer. Und hier sagen wir dann einfach nur noch PSVM, also Public Static Void Main. Und hier New YouTube, dann Punkt Timer und Schedule, New Timer Task. Hier dann so und Time Unit Punkt Second Punkt 2 Millis. 1. So. Und hier drin dann einfach. Wobei wäre schon ziemlich nützlich, wenn wir private static YouTube yt ist gleich new YouTube. Und hier sagen wir YouTube.timer schedule und hier dann YouTube.runTask. So. Wenn wir das jetzt ausführen, sollte jede Sekunde eigentlich eine Zahl aufaddiert kommen. Also die letzte Zahl aufaddiert. Richtig. So. Und hier können wir auch, um zu validieren, ob das so richtig ist, können wir einfach auch Counter Midis noch kurz davor ausgeben. So. So. Dann einmal neu starten. Ja. Und hier sehen wir auch, dass das Ganze funktioniert. Ja. Was ihr euch einfach nur merken müsst, ist, wir haben einen Timer, der ändert sich nie. Und dieser Timer kann alle paar Sekunden, Minuten, Stunden, wie ihr es haben wollt, einen Prozess ausführen. Der ist hier. Wir hätten auch einfach das hier machen können, aber... Wir haben es jetzt mal mit einer externen Methode gemacht, die extern ist. Also extern, ein Prozess extern dieser Methode. Wir können hier aber auch Hours angeben, dann 2 Millis, dann eine. Das wäre dann jede Stunde einmal. Oder Days.2 Millis, eine. Also das mit Days.2 Millis ist so ziemlich genau dasselbe, wie wenn wir 1000 Sekunden mal 60. Also mal 60 wäre dann halt eine Minute, das wieder mal 60 wäre dann eine Stunde, das mal 24 wäre dann im Endeffekt ein Tag. Also es macht keinen Unterschied, ob wir diese Methode wählen oder halt einfach über timeUnit.days.2millis 1. Genauso könnt ihr aber auch die Sekunden machen, .2millis, sagen wir mal 5, so, das ist genauso wie wenn wir einfach nur 5000 hinschreiben, das macht so ziemlich genau keinen Unterschied. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Jabberker, bis dann und tschüss.